bin Philipp aus Leipzig und Gründer der Initiative Aufbruch Ost. Wir haben Aufbruch Ost 2018 gegründet, um für einen solidarischen Osten zu streiten und die Politik wieder näher zu den Menschen zu bringen. Unsere spektakulärste Aktion von Aufbruch Ost war 2018 beim Lichtfest in Leipzig. Das ist quasi so die Folklore von 89 mit der Erzählung quasi, ja, alle wollten die deutsche Einheit und wir haben das Ganze quasi kritisch hinterfragt und wollten auch das Gelingen der Wiedervereinigung in Frage stellen und haben deshalb auf das Hochtransparent geschrieben, Friede, Freude, Einheit, Fragezeichen, Treuhandaufarbeitung jetzt. Wir dachten quasi, es gibt jetzt irgendwie wilde Debatten und Unverständnis und so, aber die Leute haben sich bedankt für unser Interesse an dem Thema und haben gesagt, dass sie dachten, hier stehen irgendwelche 65-Jährigen, die dieses Hochtransparent gerade halten. Und dann stehen da so junge Leute. Nach über 30 Jahren deutscher Einheit ist der Osten immer noch Billiglohnland und darf nicht so richtig mitentscheiden. Wir haben hier vor allem verlängerte Werkbänke, längere Arbeitszeiten, eine geringere Tarifbindung in Ostdeutschland. Aber es ist jetzt eben so, dass die Menschen anfangen, sich dagegen zu wehren, sich verstärkt zu organisieren. Und genau, es gibt so eine Art neues ostdeutsches Selbstbewusstsein, auch eine Arbeiterbewegung, die sich hier auf den Weg macht. Und ich denke, als Linke müssen wir an der Seite von kämpferischen Gewerkschaften stehen, um eben auch Druck zu machen und die Lohnmauer zwischen Ost und West einzureißen. Denn wir brauchen eine Lohnoffensive Ost, um eben zu 100% das Lohnniveau West gemeinsam erkämpfen und erstreiten zu können. Und des Weiteren braucht es aber auch generell für Ostdeutschland eine Art Reindustrialisierungsprogramm Ost. Und dann schaffen wir es eben auch, dass wir gute Arbeit und gute Löhne hier in Ostdeutschland haben und junge und gut ausgebildete Menschen auch hier bleiben, die eben total wichtig sind für eine bestehende Zivilgesellschaft. Dazu brauchen wir eine Erzählung des Aufbruchs und es gibt eben diesen fröhlichen Eigensinn Ost, der hier stattfindet, wo Leute in ganz kleinen Keimzellen so viel machen und das geht wirklich von der Simson-Werkstatt, wo die Leute irgendwie selber an ihren Sachen rumschrauben, was so typisch für den Osten ist, bis hin zu gewerkschaftlichen Protesten, die es gibt, wo Leute sich jetzt selber erheben und so weiter und ermächtigen. Und das gilt es jetzt einfach gemeinsam nach vorn zu denken und dann wird die Zukunft auch gut.